Hallo, in dem Video will ich euch zeigen, wie die Formel für die Höhenenergie zustande kommt bzw. warum sie plausibel ist. Wir machen eine logische Erklärung, also keinen Beweis oder auch kein Experiment, sondern stellen uns das Ganze vor, indem wir einen Kasten, irgendeinen Getränkekasten, in einem Haus rauf und runter tragen. So, wir wollen eine Energieformel, es geht um die Höhenenergie, das ist eine spezielle Form der potenziellen Energie und da soll eben eine Formel rauskommen, also beginne ich mit E-Pot. Ist gleich Fragezeichen und dann schauen wir mal, wie wir das füllen können. Zuerst denken wir uns, was sind denn Faktoren, die überhaupt einen Einfluss haben könnten, rein logisch. Und das stelle ich mir indirekt vor, indem ich mir immer vorstelle, wenn ich es trage, wie viel Energie muss ich dann in diesen Kasten stecken, um den raufzutragen. Das ist logisch, dass ich es mir so indirekt überlege, weil die potenzielle Energie, das ist ja eine potenzielle Energie, also eine die er auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, des Kastens, sehe ich ja erst, wenn er seine Energie umwandelt. Das heißt, wenn ich jetzt den Kasten nehme, im ersten Stock hat er dort potenzielle Energie, die ich erstmal nicht spüre oder sehe. Jetzt lasse ich ihn aber aus dem Fenster fallen und merke, der hatte wohl potenzielle Energie, denn er fällt jetzt nach unten, wird also immer schneller. Das heißt, er gewinnt dann kinetische Energie und da die nicht von nichts kommt, muss die vorher als potenzielle Energie im Kasten gesteckt haben. Ich schaue es mir jetzt umgekehrt an, weil ich nicht messen möchte, wie sehr die Glasscherben sich verteilen auf dem Boden oder so und irgendwie daraus die Energie messen möchte, werde ich jetzt überlegen, wie viel Energie muss ich reinstecken, wenn ich ihn rauftrage. Und der erste Faktor, der da sicher eine Rolle spielt, ist die Masse. Jetzt ist es so, wenn ich einen Kasten rauftrage, dann kostet das eine gewisse Energie. Es stellt sich die Frage, ob wenn ich zwei Kasten raufträge, das genau dieselbe Energie ist. Also füge ich mir einen zweiten Kasten ein und tue jetzt mal so, als würde ich die beide aufeinander stellen und gemeinsam in den ersten Stock tragen. Zack. Ich glaube, es ist logisch, dass wir doppelte Energie brauchen, weil anstatt diesen Doppelkasten raufzutragen, hätte ich ja auch hergehen können und einfach zwei einzelne Kästen nacheinander hochtragen können. Oder ich hätte zwei Personen genommen, die nebeneinander die Kästen raufgetragen hätten. Jeder dieser beiden Personen braucht jetzt dafür natürlich dieselbe Energie wie für einen Kasten. Weil sie tragen ja auch jeweils nur einen Kasten. Und es macht ja keinen Einfluss, ob ich jetzt neben der zweiten Person stehe und meinen Kasten rauftrage oder nicht. Also wir sind völlig unabhängig voneinander. Das heißt, es ist super logisch, dass die doppelte Anzahl an Kästen, also die doppelte Masse, auch zur doppelten Energie führt. Beziehungsweise, dass ich da die doppelte Energie reinstecken muss. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein M in unsere Formel stecken. Das M gehört in die Formel, weil je schwerer etwas ist, desto schwerer ist es hochzutragen. Jetzt die Frage, wie das M drin steckt. Und das M muss so in der Formel stecken, dass wenn ich das M verdopple, sich auch die ganze Energie verdoppelt. Also, wenn hier das doppelte M drin steckt, muss als Ergebnis das doppelte E-Pot rauskommen. Und das erreiche ich, indem das M einfach mit einem Mal in der Formel steht. Das heißt, ich habe hier nochmal ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie der Rest der Formel aussieht, aber ich weiß, das M muss so vorkommen, dass es mal dem Rest ist. Weil, wenn sich jetzt das M verdoppelt, dann ist es ja so, dass ich alles mit dem doppelten Mal nehme, also, dass auch die doppelte Energie rauskommt. Gut. Das lernt man direkt proportional und das wird uns noch öfter begegnen. Also immer, wenn ihr einfach was mal nehmt, weil das Doppelte führt zum Doppelten des Ergebnisses, ist es direkt proportional. So, jetzt haben wir unser M. Jetzt können wir uns überlegen, was spielt natürlich noch eine Rolle bei der Höhenenergie? Naja, steckt im Wort die Höhe natürlich, auf die ich den Getränkekasten trage. Jetzt brauche ich mal nur zwei von den Kästen. Einen der Kästen, den trage ich jetzt vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Und den anderen Kasten trage ich vom Erdgeschoss in den zweiten Stock. Wir sagen, dass die Stockwerke genau dieselbe Höhe haben. Das heißt, das hier ist die Höhe H. Und das hier ist die Höhe 2H, auf die ich den Kasten getragen habe.
dass die Höhenenergie mehr wird, je höher ich etwas trage, ist klar, weil es ja anstrengender ist, was lange hochzutragen. Jetzt nur die Frage, ist es wieder genau das Doppelte? Und das können wir auch sehr logisch beantworten, nämlich ja, weil wenn ich diesen zweiten Kasten um zwei Stockwerke hebe, kann ich ja auch hergehen und den erst in den ersten Stock tragen. Dafür brauche ich ganz sicher dieselbe Energie wie für meinen anderen Kasten. Und jetzt kann ich hergehen und ihn abstellen oder eine Pause machen und so weiter, also quasi meine Energiedenkweise auf Null setzen und vom ersten Stock ihn jetzt in den zweiten tragen. Und wenn es dieselbe Höhe ist, dann muss es doch für mich genauso anstrengend sein, etwas vom ersten in den zweiten Stock zu tragen, wie vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Also haben wir uns logisch erklärt, dass die Formel auch direkt proportional zu h sein muss. Das bedeutet, auch das h muss mit einem Mal in der Formel vorkommen. Und ich bin aber immer noch nicht fertig, weil es könnten noch mehr Faktoren in der Formel vorkommen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, eigentlich ist es doch auch anstrengender, was hoch zu tragen, wenn man schnell ist, als wenn man langsam ist. Das heißt, es könnte ja auch die Geschwindigkeit, mit der ich etwas hochtrage, eine Rolle spielen. Und das ist ein Trugschluss. Klar, mir kommt es anstrengender vor. Das liegt daran, dass ich meine Muskeln stärker belaste, dann mein ganzer Kreislauf mehr in Schwung kommt und so weiter und so fort. Aber die Energie, die danach im Kasten steckt, ist immer dieselbe, egal wie schnell ich war. Das heißt, ich kann mich hier vorstellen, dass eine Person ganz langsam und gemütlich den Kasten nach oben trägt in den ersten Stock und dann eine andere Person den Kasten sehr schnell in den ersten Stock trägt. Wenn es jetzt so wäre, dass das V, also die Geschwindigkeit, mit der ich den Kasten hochgetragen habe, eine Rolle für die Energie vom Kasten spielt, müsste ja jetzt mein Kasten hier mit dem roten Pfeil eine höhere potenzielle Energie haben. Und das ist Schmarrn. Und das sehen wir ganz einfach. Wenn ich jetzt die beiden Kästen aus dem Fenster werfe, werden sie gleich schnell fallen und unten dieselbe Geschwindigkeit haben, also dieselbe kinetische Energie. Da bei einem Sturz die Energie immer umgewandelt wird, also die potenzielle Energie wird wieder komplett zurück in kinetische Energie umgewandelt, muss auch die potenzielle Energie vorher gleich gewesen sein. Das heißt, auf diese Weise haben wir total leicht und plausibel klar gemacht, dass V auf keinen Fall ein Einflussfaktor für die Energie sein kann. Zumindest nicht für die potenzielle Energie, für andere Energieformen schon. Es gibt aber noch einen Faktor, von dem die potenzielle Energie ganz entscheidend abhängt, den wir nur hier auf der Erde nicht unbedingt merken, nämlich die Gravitationsbeschleunigung. Hier auf der Erde merken wir es nicht, weil die immer gleich ist. Aber bei der Mondlandung könnte man schön sehen, dass der Mond ja eine wesentlich schwächere Gravitation hat. Und dadurch fiel es dem Neil Armstrong deutlich leichter, dort rumzuhüpfen. Er ist auch viel langsamer gefallen und hat sich wie in Zeitlupe bewegt, kann man sagen. Genau. Und allgemein gilt, naja, wenn mich die Erde doppelt so stark anzieht, oder ich sage jetzt nicht die Erde, sondern ein beliebiger Planet, dann muss ich ja auch die doppelte Energie reinstecken, um mich von der Oberfläche zu entfernen. Also bedeutet es, dass auch dieser Faktor hier linear drin hängt, also direkt proportional meine ich. Das bedeutet, ich muss wieder mal g rechnen. So, das heißt, wir haben die Formel m mal h mal g, so habe ich sie notiert. Ich tausche jetzt nur die Buchstaben, dass wir es so haben, wie es nicht im Schulbuch steht, nämlich die Formel ist m mal g mal h. Und das war auch schon die Formel für die potenzielle Energie, weil keine weiteren Faktoren hier eine Rolle spielen. Achtung, diese Formel stimmt nur in Nähe der Erdoberfläche. Das ist auch relativ logisch, weil nur in der Nähe von der Erdoberfläche werden wir auch immer konstant angezogen. Wenn wir uns von der Erde entfernen, sinkt die Gravitationsbeschleunigung von der Erde, weil wir weiter weg sind. Und deswegen, ja, brauchen wir dann eine andere Formel, die berücksichtigt, dass wir immer weniger Energie brauchen, um uns weiter zu entfernen. Das stört uns erstmal nicht, aber wir müssen es notieren. Eine zweite Sache sollten wir noch notieren, und zwar, es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, dass die potenzielle Energie null ist, sondern wir können die immer nur als relative potenzielle Energie wählen. Das heißt, wenn ich hier total streng bin, kann ich immer nur sagen, dass ich den Unterschied der potenziellen Energie berechne,
indem ich mir den Höhenunterschied anschaue. Das liegt daran, man könnte ja sagen, auf normal 0, also auf dem Level unseres Meeresspiegels, da bin ich doch absolut am Boden, nämlich bei der Höhe 0 Meter, da müsste doch meine potenzielle Energie immer 0 sein. Stimmt aber nicht, weil wenn ich dann ein Loch grabe, falle ich da rein, also habe ich offensichtlich potenzielle Energie. Und das wird mir so gehen, bis ich im Erdmittelpunkt bin. Also könnte ich jetzt als strenger Mensch sagen, na gut, dann muss ich halt immer noch die Energie draufrechnen, die ich brauche, um vom Erdmittelpunkt bis auf die Erdoberfläche zu gehen, weil im Erdmittelpunkt würde ich dann nicht mehr fallen, sondern wäre echt in Ruhe. Dann habe ich gewonnen, passt. Funktioniert aber auch nicht, weil unsere Erde wird ja von der Sonne angezogen und unsere Erde fällt ja quasi immer an der Sonne vorbei. Und wenn wir uns theoretisch an einen Ort setzen würden, der halt auf der Erdumlaufbahn ist, nur dass die Erde nicht in der Nähe ist, dann würden wir da auch nicht einfach so schweben bleiben, sondern langsam von der Sonne angezogen werden und in sie hineinfallen. Und dieses Spielchen kann ich immer weiter spielen und deswegen macht es einfach keinen Sinn, eine absolute potenzielle Energie zu finden, die das Nullniveau hat. Also wähle ich mir bei jeder Aufgabe mein Nullniveau selber. Ich darf also immer selber entscheiden. Ich sage einfach, meine potenzielle Energie wäre hier im Erdgeschoss 0, weil wie hoch das Erdgeschoss ist, ist mir völlig wurscht, also auf welcher Höhe der Boden liegt. Für mich ist es nur wichtig, um wie viel ich es eben hochtrage zum Beispiel. Deswegen habe ich jetzt eben auch aus dem H ein Delta H gemacht. Genau, und so sind auch die meisten Aufgaben, dass ihr einmal die Höhenenergie an einer bestimmten Stelle 0 setzt, an der ihr seid, und an die Stelle, wo ihr hin wollt, zu der Stelle berechnet ihr dann die Höhendifferenz und könnt so die Höhenenergie berechnen. Okay, notieren wir noch, und dann haben wir schon das Wichtigste auf einen Blick für die Höhenenergie. Danke, das war's und viel Spaß beim nächsten Video.